Rad am Ring dabei? Ja, genau. Ich fahre jetzt zum ersten Mal mit, aber ich bin schon seit ungefähr 10 Jahren eigentlich immer hier mit dabei als Betreuer. Ihr seid ja schon durch die Nacht gefahren, wenn man das Rennen so sieht. Was war für dich persönlich das höchste Hoch und was ist der tiefste Tiefpunkt gewesen? Ja, also wir haben jetzt in der Nacht Pause gemacht und ja, und tief ist, glaube ich, am Morgen immer so nach der Nacht dann wieder aufs Rad zum Sitzen und dann wieder zu fahren. Wie lief es denn in der Nacht generell? Wir sind gar nicht gefahren, also wir sind jetzt bis um 7 Uhr am Abend gefahren und haben dann bis am Morgen um 7 Uhr Pause gemacht und sind jetzt dann wieder die dritte Runde. Wenn man die Rundenzeiten sich so betrachtet, habt ihr da eine Rundenzeit, hast du da eine Rundenzeit angepeilt und hast du die dann auch durchziehen können? Ja, wir machen immer so Rundenzeiten zwischen 25 Minuten sowas. Das kann man eigentlich relativ gut einhalten. Das schönste Stück der Strecke und das hässlichste Stück der Strecke, wenn du das beschreiben müsstest? Das hässliche Stück ist eigentlich die komplette Startgerade, wenn man oft Gegenwind hat und alleine fährt. Und die schönen Strecken sind so die ganzen Bergabfahrten. Für dich persönlich, was ist so das Wichtigste bei dieser Veranstaltung? Der Spaß eigentlich. Ja, der Spaß und dass man lernt zu kämpfen, auch wenn es mal nicht richtig funktioniert. Aber hauptsächlich steht eigentlich der Spaß im Vordergrund. Vor allem in unserem Alter eigentlich noch. Super, vielen Dank. Danke. Viel Erfolg. Hallo. Bist du das erste Mal bei Rad am Ring dabei? Nee, wir sind Vorjahressieger, eine Zweierwertung. Und ja, bis jetzt klappt es gut. Jetzt wart ihr ja Mountainbike. Was ist das höchste Hoch während des Rennens und das tiefste Tief? Das höchste Hoch ist der Start und das tiefste Tief ist es, wenn morgens hell wird. Wie ist die Nacht denn generell gelaufen bei euch? Prima. Das ist eine Routine-Sache, ist alles gut gelaufen. Wenn man die Strecke sich anschaut, was ist das schönste Stück der Strecke und was ist das mit Abstand hässlichste Stück? Mir gefällt es so gut, also ich finde nichts Hässliches dann. Wenn man die Veranstaltung betrachtet, was ist da für dich persönlich so das Wichtigste an dieser Veranstaltung? Das Miteinander, wo Leute alle klarkommen und ja, ist alles eine tolle Veranstaltung, in alles in allem gesagt. Kann man sonst nichts zu sagen. Also wir kommen seit Jahren hier hin und ja, ist halt toll hier. Mehr gibt's noch nicht zu sagen. Toll, toll, toll. Dankeschön. Ja. Super. Wo steht ihr denn jetzt? Vielleicht auf dem letzten Jahr. Ja, auf 1. Auf 1 eine Runde Vorsprung. Ja gut. Ist ja Pflicht als deutscher Meister, müssen wir das ja. Nö, ich hallo. Hallo. Ihr seid amtierender deutscher Meister. Wie lief die Nacht bisher? Ja, erstmal haben wir super Glück mit dem Wetter gehabt. Also war ja anders gemeldet. Deswegen lief es eigentlich relativ gut. Also ja, wir haben jetzt ungefähr, ich glaube, 1,5 Runden Vorsprung. Und ja, deswegen sieht ganz gut aus. Jetzt geht es nur noch sicher, materialschonend, ohne Sturz ins Ziel fahren. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr fahrt im Zweierteam, hast genau. Du da einen Schlaf-Wachrhythmus und Fahrrhythmus oder wie macht ihr das? Nee, wir haben alles Mögliche ausprobiert. Wir kommen am besten zurecht, wenn wir jede Runde wechseln. Also ab so ungefähr 30 Minuten geht der Kreislauf in den Keller und dann braucht man wieder eine ganze Zeit, bis der wieder oben ist. Also wir wechseln jede Runde und schlafen auch nicht. Wenn du für dich persönlich ein Fazit ziehst, was ist das für dich das Wichtigste bei dieser Veranstaltung? Ja, die ganze Atmosphäre hier ist schon genial. Also ich fahre viele 24-Stunden-Rennen, aber das hier ist ja, mit Abstand die genialste Atmosphäre. Also super Rennen hier. Rennrad, Mountainbike, E-Bike habe ich jetzt gelesen, dieses Jahr zum ersten Mal. Also ist schon genial. Also tolle Veranstaltung. Für dich persönlich, was ist der schönste Streckenabschnitt und welcher ist der dir am wenigsten gefällt? Der schönste ist in der Box. Nee, was ist der schönste? Ja, hier die Zielgerade entlang, das macht schon Spaß. Dann auch hier durch die Boxengasse, also das macht schon Spaß. Also vom Spaßfaktor her ist es eigentlich hier die Asphaltstrecke. Ja, auch zur Nürburgring hoch, auch eine schöne Stelle. Die ganze Strecke macht Spaß. Nicht zu schwierig, also kann man gut fahren. Festen Rhythmus, den ihr fahrt, oder ist das, was die Beine noch so hergeben? Ja, man versucht am Anfang, sich schon ein bisschen zurückzuhalten. Wir sind am Anfang so 21er Zeiten gefahren. In der Nacht ist es dann so auf ja, 23, manchmal auf 24 runtergegangen. Und jetzt, ich glaube, gerade hatte ich eine 21, 30 oder sowas. Jetzt fährt man schon wieder ja,
so die, ich sag mal so, das 13 Uhr Zieleinlauf, das motiviert einen jetzt wieder. Jetzt kann man eigentlich schon in etwa wieder die Zeiten fahren wie am Anfang. Ja. Super, toll, toll, toll. Dankeschön.